Guten Morgen. Oh, die Nacht war ein bisschen unruhig, denn wir werden ganz gut durchgeschaukelt. Man sieht es wahrscheinlich mal wieder nicht, aber wir alle hier kriegen irgendwie ganz gut den, weiß nicht, den Schwell ab. Das Gewackel geht eigentlich, aber was tatsächlich nervig ist, ist, dass die Kabel bei uns im Mast, wenn es halt vor und zurück schaukelt, dann schlagen die schön die, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall dann das nervige Geräusch. Da müssen wir auf jeden Fall was dran machen. So, packen wir die Glose. So, ich ziehe uns jetzt hier ein bisschen rüber. Du musst nicht mehr ziehen. Du fährst jetzt raus. Nur gucken, dass wir vorne nicht rübergehen. Das ist deine Aufgabe jetzt. Perfekt. Mehr will ich doch gar nicht. Gute Fahrt. Danke. Ja, alles gut. Gut laufen. Wir sind jetzt gleich hier hinten. Danke. Sagst du, wenn wir vorbei sind? Ja, vorbei. Kann sein, dass die Strömung jetzt ein bisschen kommt, nicht wundern. Wir sind mal wieder grandios abgelegt. Ja, ich dachte, ich hole euch mal mit so zu unserer irgendwie immer Planung und Entscheidungsfindung und Co. Ihr habt es ja gesehen, heute Morgen war doch noch ordentlich Schwell drin, auch viel mehr Wind. Das Boot hat im Liegeplatz super geschaukelt. Wir wollten eigentlich zwischen so 8, 8.30 Uhr los. Was haben wir gemacht? Wir haben das Wetter beobachtet, haben gesagt, okay, was sagt die Windvorhersage? Okay, es soll weniger werden, wir warten mal. Wir haben gewartet und konnten jetzt ganz entspannt aus dem Liegeplatz kommen. Haben, warte, jetzt muss ich überlegen, die Luftline dran gelassen, haben also erst Lee losgemacht, sodass der Wind uns quasi so ein bisschen gedrückt hat, aber wir immer gegensteuern konnten. Dann habe ich hinten Backboard, den Pilestick, die Leine mit dem Bootshaken reingeholt, dass ich mich da nicht ganz ranziehen musste. Das war auch gut. Ja, und dann waren wir beim anderen Diven, da wie immer Leine rein. Und an dem so ein bisschen orientieren, noch ein bisschen raus und dann eine Drehung. Ich würde sagen, es klappt bisher super gut. Ich bin mega happy mit uns. Haben bisher alle Anlege- und Ablegemanöver gemeistert. Natürlich keine super heftigen Bedingungen, aber muss man ja auch nicht immer herausfordern. Man kann ja auch einfach mal ein bisschen warten. Ich glaube, jetzt ist es... Lass mich mal checken. Jetzt ist es kurz nach 10. Also wir haben bummelig 1,5 Stunden gewartet. Und ich glaube, die Zeit kann man sich im Urlaub auch mal nehmen. Ja, aktuell Wind wenig bis gar nicht. Hier wird wild motort, soll aber noch ein bisschen mehr werden. Wir gucken jetzt einfach mal. Aktuell motoren wir auch noch, würden gerne noch ein bisschen segeln. Der eigentliche Plan ist heute Birkholm. Wir müssen mal gucken, ob da Platz ist oder nicht. Und ansonsten geht's weiter.
An diesem ersten Poller vorbei, um das Ding hier rum. Neben den mit der deutschen Flagge. Aber wir fahren so rum. Mit einem Poller hier mit Sportlicht. Packen uns fest. Wir werden uns ja dann zu euch rüber treiben lassen, ne? Achso, na dann lassen wir euch Platz. Das hier ist genug Platz, war auch heute Nacht ganz leer. Ah, cool. Wir müssen jetzt vorne, geh mal rüber, Emmy. Und dann gehen wir einfach, wir müssen nach rechts rüber. Dass wir ungefähr gerade stehen. Thema Wasserfilter, also wir machen allgemein immer, haben wir da hinten das Seewasserventil, das machen wir immer zu, sobald wir angelegt sind. Guck mal, hier seht ihr mal, wie viel Seegras wir jetzt in diesem Seewasserfilter haben. Also macht auf jeden Fall Sinn, so ein Ding zu haben. Machen wir auch immer sauber oder gucken halt zumindest mal rein. Ja, ansonsten schnurrt unser Motor wie ein Kätzchen. Hier wird wieder groß gekocht. Heute gibt es Spaghetti zum Mittag. Emmys Lieblingsessen, hatten noch kein Frühstück, also wird das Mittag heute mal ein bisschen größer. Ich weiß, Spaghetti ohne Deckel kochen, aber damit wir jetzt mal auf die Kochtemperatur kommen, haben wir jetzt den Deckel drauf, der kommt gleich runter, damit es mir Dussel auch nicht wieder überkocht. Hier wird schon hungrig gewartet. Ja. Unser Basilikum. Was auf dem Boot vielleicht mal geschneit hat, dass es keine Bohnenranke ist, sondern auch einfach mal ein paar mehr Blätter werfen kann. Ja, es kommen jetzt richtig viele. Ja. Da. Ich will das gar nicht mehr mit nach Hause nehmen. Hallo. Inselerkundung. Genau. Wir gehen jetzt mal zu Fuß hier die Insel ab. Das ist tatsächlich auch nicht so viel. So langsam hat sich der Hafen auch ein bisschen gefüllt. Als wir angekommen sind, war ja wirklich fast gar nichts los. Aber erstmal sieht es hier sehr idyllisch aus. Richtig schön. Ich glaube, hier kann man gut abschalten. Wir sind jetzt auf der Suche nach so einem Selbstbedienungsladen, wo es wohl auch Eis geben soll. Mal gucken, ob es das noch gibt.
einfach. So Leute, hier gibt's Eis. Jack ist natürlich schon drin. Hey! Super süß. Ich glaube, hier kann man sich jetzt einfach was rausnehmen. Ja, hier nimmst du, da stehen die Preise dran und das Geld packst du irgendwo rein. Irgendwo rein. Ach, hier. Da einfach. Ah, ja. Oh, cool. Das machen wir doch. Wir schauen uns jetzt hier mal um. So. Für mich gibt es einmal Schokolade, Mandel. So. Ja. Hier ist auch noch so ein kleiner Anleger. Für die Einheimischen. Ja, und Tiefgang darf man da absolut nicht haben. Ich glaube, das war's auch schon. Mehr gibt's auf Birkholm nicht. Hier ist eine Bank, die man auch als Tisch benutzen kann. Schön. Stadtzentrum von Birkholm. Mehr braucht man nicht, ne? What you get is what you see. Hier ist ein Strand. Let's go to the beach. Haben wir gar nicht gesehen. Kleiner Naturstrand. Wir sind ja von da gekommen. Deswegen haben wir ihn bei der Anfahrt gar nicht gesehen und haben uns schon gefragt, ob hier nicht eigentlich auch ein Strand ist. Hafengeld wurde gerade natürlich ordnungsgemäß bezahlt. Ja, wir bleiben jetzt hier eine schöne Nacht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber hier, es ist super flach, da können wir easy stehen und da ist einfach schon das Fahrwasser, wo ihr die Pfähle seht. Es wird also schön ausgebaggert, damit man hier überhaupt reinkommt. Im Hafen sind, glaube ich, da vorne 2 Meter Tiefe. Und wir haben im Liegeplatz aktuell 1,80. Ja. Also mit Tiefgang 1,50 Meter sind wir hier gut dabei. Wetter herrlich, die Sonne ist rausgekommen, ich hoffe ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Es ist noch gut windig, wir sind mal gespannt wie die Nacht wird. Es soll ja noch ein bisschen mehr werden, aber eigentlich liegen wir glaube ich relativ sicher. Wir gehen jetzt nochmal zum Strand und ja, genießen den Abend einfach, dass wir den ausklingen. Ich weiß nicht ob das hält. So, hier wird jetzt noch spät gekocht. Abendbrot. Es ist 21.42 Uhr und Jack macht Spiegelei. Wir hatten heute noch einen richtig schönen Abend. Da muss ein bisschen verquatscht. Ja, mit unserem Bootsnachbarn. Aber das sind immer die coolsten Gespräche. Ihr kennt das ja. Wird auch gerne mal länger, gibt mal ein oder zwei Bier. Ja, es gibt noch einen kleinen Snack und dann wird geschlafen. Naja.
Lass die Leute doch mal in dem Glauben. Nein, da wird noch nicht geschlafen. Es ist noch super hell. Also, ja, fahrt selbst. Das ist hier immer super hell.